Hallihallo und willkommen zu einem neuen Player-Review. Heute mal also wieder Ultimate Team und kurzen Tag Pause vom Karrieremodus, ne? Wir seht ein 4-3-3, Nummer 3 oder 4 Team, ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr seht das mit den 2 Sechsern und dem 3 Mittelfeldspieler. Und den Spieler, den wir heute reviewen wollen, ist natürlich dieser junge Herr hier, den ich unbedingt haben wollte. Mostafa El-Kabir, 12 Spiele, 23 Tore, eine Vorlage. 87 Tempo, 75 Schuss, 75 Passen, 75 Dribbling, 76 Physical. Das sind unfassbar gute Werte für einen Silberspieler. Alles über 70 quasi, bis auf Defending, was kein Schwein braucht. Ja, er hat vor allem ein riesen Passen-Upgrade bekommen. Ich glaube, er hat irgendwie 3 oder 4 Tore aufgelegt. Oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo er das überhaupt bekommen hat, das Tor. Nicht das Tor, den Inform. Und von daher kann ich es nicht sagen. Aber ja, ich möchte kurz anmerken, dass er natürlich sehr, sehr, sehr schwer zu bekommen ist. Das heißt, ich mache dieses Review gerne, falls jemand sich überlegt, den sich anzuschaffen. Aber durch die neuen Preisspannen weiß ich nicht, wie sie hoch eure Chancen stehen. Es ist ja reine Glückssache, ihn überhaupt zu bekommen. Und das war bei mir dann auch so. Ich habe wirklich, weiß ich nicht, wie lange gesucht. 2-3 Tage wirklich manchmal intensiv, einfach eine halbe Stunde fast nichts anderes gemacht, als ihn zu suchen auf dem Transfermarkt, um irgendeinen zu bekommen. Ich habe ein, zweimal einen gesehen, der nach 2 Sekunden ausverkauft war, den ich nicht bekommen konnte, und dann irgendwann nachts, wo ich schon ausgemacht hatte, bin ich nochmal rein Ultimate Team, weil ich irgendwas vergessen hatte, zu gucken. Hab nochmal den Transfermarkt geöffnet und plötzlich war einer da, der schon 30 Sekunden auf dem Markt war, aber keiner hat ihn gekauft, also habe ich mir geholt, 180.000, passt. Mittlerweile ist seine Preisspanne, glaube ich, seit gestern noch 230.000 hochgesetzt worden. Also kann vielleicht bei 230.000 werden die ersten vielleicht Schwachen verkaufen ihn, ich kann es euch nicht sagen. Aber ja, wie gesagt, es wird schwer ihn zu holen. Wenn ihr ihn habt, würde ich ihn persönlich, glaube ich, behalten. Ich behalte meinen auch, denn eigentlich sollte er deutlich mehr wert sein. Außer jetzt bei 230 sind die ersten alle drauf, dann könnt ihr natürlich überlegen, es verkaufen oder kaufen. Wie auch immer, Hälfte des Videos da ist verdämpelt, wie man überhaupt bekommt. Aber jetzt wollen wir natürlich einsteigen in das Review. Erstmal, das Team ist bombastisch geil gewesen. Ja, also das ja, kann ich eben nur empfehlen. Wenn man den normalen LKB nimmt, muss man einen anderen rechten Flügelspieler nehmen. Am besten einen aus der russischen Liga, aus der Saudi League, im Brasilianer zum Beispiel, wenn ihr genau das Team nachbauen wollt. Wenn ihr den rechten Flügel Brasilianer nehmt, könnt ihr das Team ganz normal so einbauen. Anstatt halt Traoré und dem Info-LKB den Nicht-Inform und einen brasilianischen rechten Flügel. Das nur kurz dazu noch. Aber ich möchte jetzt nach der Hälfte des Videos schon weg sagen, dass LKB ja, es ist jetzt wirklich Jammern auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau. LKB ist ein überragender Stürmer. Sein Nicht-Inform wisst ihr alle, oder wissen die meisten von euch, unfassbar gern nicht mit dem Spiele und was für geile Tore ich mit dem erziele und so weiter und so fort. Das ist euch natürlich alles nichts Neues. Und dann dachte ich mir, boah, Inform, krasse Scheiße, kann ja nur Weltklasse werden. Und da ist wahrscheinlich das Problem, meine Erwartungshaltung an diese Karte, definitiv falsch, er ist einfach, also er ist natürlich genauso gut wie sein Nicht-Inform. Wahrscheinlich ist er auch ein Stück besser. Aber ich habe irgendwie erwartet, dass jetzt was total überkrasses kommt, glaube ich. Er hat nicht den Abschluss, den ich mir wünsche, hat richtig viele Chancen liegen lassen. Ich meine, 23 Tore in 12 Spielen oder sowas und so Tore, wie sie hier sind. Es ist natürlich immer noch überkrass, dieser Spieler, ja. Und wahrscheinlich ist er auch das Geld völlig wert in Form. Aber ich habe mir halt persönlich einfach noch viel mehr erhofft. Genau so Dinger hier, die ich mit seinem Nicht-Inform immer gemacht habe, habe ich mit ihm hier nur 2 Stück geschafft. Solche wunderbaren Finesse-Shots, den zweiten werdet ihr auch gleich noch sehen, oder war schon, ich bin mir nicht sicher. Und von daher, ja, bin ich natürlich überzeugt davon, dass es ein überragender Stürmer ist. Ich habe mir halt, wie gesagt, mehr erhofft. Vielleicht kommt ja noch ein Second in Form 74er Wertung. Das wäre natürlich überkrass. Hier nochmal kurz ein Ingame-Sitz. Das habe ich irgendwie ja in der falschen Reihenfolge. Aber auf jeden Fall einen überragenden Antritt, Übersicht, Stellungsspiel. Das sind alles richtig krasse Werte für einen Silberspieler. 85 Schusskraft ist natürlich stark. Aber als ein Abschluss mit 73 könnte man sich irgendwie wünschen, dass er etwas höher wäre. 4 Sterne Skills, 4 Sterne Weakfoot, Longshot Trade. Und ja, wie gesagt, das Team war überragend, überragend geil. LKB ist ein sensationeller Stürmer, aber wer sich es nicht leisten kann oder einfach keine Chance hat, ihn zu bekommen, weil es halt wirklich nicht einfach ist,
und solche Tore hier erzielen will, das geht auch mit seinem Nicht-Inform, keine Frage. Aber wer nicht den Inform kaufen will und kann, dem kann ich davon nicht abraten. Aber wie gesagt, ich habe mir etwas mehr erhofft von ihm, auch wenn es natürlich ein überragend guter Stürmer ist. Naja, wir sind am Ende angelangt. Etwas durcheinander heute, tut mir leid. Aber ich denke mal, das Grundprinzip dürft ihr verstanden haben. Wenn ihr noch weitere Reviews sehen wollt, sagt mir ruhig von wem. Ich versuche es irgendwie dran zu kommen an den Spieler. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bewerten nicht vergessen. Und bis dahin. Tschüss.